Herzen. Rund 30.000 Menschen sind vor einem Monat in Bayern auf die Straße gegangen, aus Protest gegen das dort geplante neue Polizeigesetz. Ganz so viele sind es in NRW noch nicht. Doch auch hier wächst der Widerstand gegen die Pläne der Landesregierung. Gegen ein Polizeigesetz, das Sicherheitsbehörden ganz neue Befugnisse gibt und zum Beispiel schon bei drohender Gefahr Haft auf Verdacht erlaubt. Das ruft immer mehr Gegner auf den Plan quer durch die politischen Lager. Michelle Winkler, 34 Jahre alt, eine völlig unbescholtene Bürgerin. Und dennoch fürchtet sie polizeiliche Verfolgung. Die Sicherheitsbehörden sollen weitreichende Befugnisse bekommen. Auch Unschuldige könnten ins Visier geraten, ja sogar auf puren Verdacht hin tagelang in Haft kommen. Deshalb organisiert die Friedensaktivistin Protest gegen das neue Polizeigesetz. Dass Leute eingesperrt werden können, was ja so richtig, also was eigentlich das Schlimmste ist, was eine Stadt machen kann, Menschen einsperren, rein auf Verdacht hin. Das finde ich schon das, was ganz Neues. Und ich glaube, das ist eigentlich nicht das, was ich in der Schule gelernt habe, was eine Rechtsstaat ausmacht. NRW soll sicherer werden, aber zu einem zu hohen Preis, meint Michelle Winkler. Beispiel: Terroristen und andere Kriminelle könnten künftig schon vor einer möglichen Tat aufgrund einer drohenden Gefahr, also auf Verdacht, aus dem Verkehr gezogen werden. Die Landesregierung will dafür unter anderem die Videoüberwachung massiv ausweiten, verdachtsunabhängige Personenkontrollen einführen sowie Chats überwachen. Der NRW-Innenminister setzt auf Law and Order. Wir brauchen Instrumente, damit die Polizei vor der Lage Entscheidungen treffen kann und nicht, nachdem die Bombe geflogen ist. Michelle Winkler ist skeptisch. Deshalb kommt sie zur Expertenanhörung in den Düsseldorfer Landtag. Dort werden Ermittler, Juristen, Datenschützer und Menschenrechtler befragt, was sie von dem Gesetzentwurf halten. Besonders Rechtsexperten teilen ihre Zweifel. Die Maßnahmen, die hier geplant sind, vor allem etwa Maßnahmen der Videoüberwachung, aber auch weite Teile der Telekommunikationsüberwachung greifen auch und notwendig in die Rechte völlig unbeteiligter Personen ein. Wenn ich eine Videoüberwachungsanlage installiere, um Straftaten zu verhindern, dann führt das dazu, dass ich in fast allen Fällen nämlich unbescholtene Bürger in allererster Linie treffe. Die Mehrheit der Sachverständigen hier sieht die Balance zwischen Freiheit des Einzelnen und Sicherheit gefährdet. Polizeipraktiker beteuern aber, ohne neue Befugnisse könnten sie nicht für mehr Sicherheit sorgen. Wir arbeiten nach Recht und Gesetz und gehen mit diesen Daten vorsichtig um und machen eigentlich nur das, wofür wir da sind, nämlich das Leben und Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger abzuwehren und deren Leben zu schützen. Und das muss dann auch uns gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern es wert sein, dass die Polizei wirklich einen anderen Maßnahmenkanon erhält, der einfach zeitgerecht ist. Doch der Widerstand gegen das Vorhaben wächst. Michelle Winkler ist Sprecherin eines Bündnisses von mehr als 100 Organisationen und Personen. An diesem Tag hat sich nur eine kleine Gruppe vor dem Landtag versammelt. Am 7. Juli aber ist eine Großdemonstration in Düsseldorf geplant. 10.000 Teilnehmer sollen dann kommen. Die Grünen und die Jusos sind mit an Bord, aber auch radikale Gruppen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Für die Organisatoren kein Problem. Ich glaube, wichtig ist es, dass wir alle gegen dieses Gesetz uns gerade zusammenschließen. Das haben wir ja auch so auf der Homepage stehen, dass wir gesagt haben, wir sind nicht alle unbedingt einer Meinung gerade, aber bei diesem Thema schon. Geplant sind die schärfsten Eingriffe in die Grundrechte der Bürger seit 1945. Und die FDP zieht mit. Die Jungliberalen protestieren und auch prominente Altliberale wie die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Ich erwarte von der FDP als Koalitionspartner, dass sie die Vorschläge, die von einer Vielzahl von Experten in der Anhörung gemacht werden, auch aufgreifen, dass sie ernst genommen werden und dass man mit der CDU ernsthaft um Verbesserungen im Sinne der Freiheitsrechte nochmal verhandelt. Ihr Parteifreund Burkhard Hirsch will notfalls vor dem Verfassungsgericht klagen. Innenminister Reul bedauert das. Ich finde es schade, weil ich die FDP sehr intensiv in mehreren Runden eingebunden habe. Wir haben sowohl mit der Fraktion als auch nachher mit Experten der Partei das durchgesprochen, haben auf deren Wunsch viele Sachen auch geändert. Also insofern gehe ich davon aus, dass die FDP als Partei damit kein Problem hat. Wenn Herr Hirsch meint, er müsste da mal wieder klagen, schade. Und auch die FDP-Fraktion widerspricht der Kritik aus der eigenen Partei. Und das, obwohl sie sich sonst für Bürgerrechte stark macht.
Wir sind angetreten, um mehr Sicherheit zu schaffen. Und das machen wir natürlich auch. Ich glaube, wenn wir veränderte Rahmenbedingungen haben in Nordrhein-Westfalen, wenn wir erkennen, auch als FDP, es gibt Notwendigkeiten, hier bei der Sicherheit nachzulegen, dann wäre es falsch, das nicht zu tun. Doch Aktivistin Michelle Winkler ist beunruhigt. Denn bei den geplanten Überwachungsmaßnahmen geht es nicht nur um Terrorermittlungen, sondern auch um Alltagskriminalität. Aus ihrer Sicht schießt die Landesregierung damit über das Ziel hinaus. Man kann nicht alles lückenlos überwachen. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Und ich finde eigentlich die Bestrebung, dahin zu gehen und das tun zu wollen, das verängstigt mich mehr oder das bedrückt mich mehr als die Gefahr, dass mir was passiert durch eine Gewalttat zum Beispiel. Die nächsten 4 Wochen will sie nutzen, um einen Massenprotest ähnlich wie in Bayern auf die Beine zu stellen. Und Menschen davon zu überzeugen, dass auch sie jederzeit ins Blickfeld der Fahnder geraten könnten. Tja, und auch die FDP in NRW hat inzwischen Gesprächsbedarf angemeldet. Fraktionschef Christoph Rasche will mit dem Koalitionspartner CDU über mehrere Punkte des geplanten Gesetzes noch mal sprechen. Auch aus Unionskreisen ist zu hören, dass man da wohl an einigen Punkten noch mal ran muss.